der eine von war. Und dann haben wir hier manchmal ein bisschen Theater. Er ist dann sehr frustriert, wenn es dann trotz gucken, dann entweder an uns aus oder an den Gegner. Das Problem ist ja, wenn das an uns ausfällt, ist es egal, dann geht sie weg. Man kann sich aber auch herhalten. Ja, pass auf mit Haarspangen, Gummi, Willen, könnte ich alles gebrauchen. So, bei so einem Wetter wie heute, auch wenn es mal so ein bisschen regnet, dann sind die draußen. Es kann auch ruhig windig sein, das ist alles kein Problem. Problem wird bei denen immer erst dann, wenn es anfängt Frost zu geben. Frost und Regen, das verträgt sich überhaupt nicht. Da werden die Damen und Herren hier ganz schnell krank. Ja, die wissen, was ich mitgebracht habe, darf ich sehen. Die Kinder können auch gerne da in den Pott reingreifen und einfach die Hand so hinhalten. Und sich einfach mal was aus der Hand schnabbern lassen. Da könnt ihr mal fühlen, wie die Zunge anfühlt. Ja. Vielleicht ganz vorsichtig. Die Zunge reicht weg. Du musst näher dran. Du musst mit der Hand ganz hier unten drunter. Das schmeckt. Weg ist die Hand. Vorsicht mit dem Sprungzaun da hinten. Und die Giraffen sind alle noch nicht ausgewachsen. Laufen Sie bitte nicht einfach so über die Kette drüber. Die haben sich das so mit Absicht gespannt. Wenn die Zunge ist oben, auf. Unsere Giraffen sind alle noch nicht ausgewachsen. Wir haben jetzt alle so eine Höhe von 30 Meter. Und gerade bei den Bullen könnt überall noch mindestens 10 Meter vor. Der Bulle wird irgendwann mal so circa 6 Meter. Ich frage auch, wann sie einfach dazwischen. Wir brauchen sich also nicht mehr. Pass mal da an den Zaun auf, da ist überall Strom dran, dass du tierisch weh, wenn du davor kannst. Das ist natürlich nicht das, was die Giraffen als Hauptfutter kriegen. Also das ist jetzt mit Führung und sowas als Leckerli gedacht. Normalerweise hängen wir hier, sobald wir es haben, Laub auf und das in Massen. Also am Tag fliegen da hier 150, 200 Kilo Laub drauf, die müssen sich aufhängen. Dazu kriegen die Giraffen 1,5 Kilo von dem Kaffee. Und dann noch etwas anderes Sachen. Das sind so die Giraffen, euch aufgewachsen, das hast du ja gerade dann da gesagt. Vom Gewicht her ist es auch noch nicht so das, was sie erreichen können. Die wiegen jetzt alle 1,850 Kilo. Also nach unten ist noch jede Menge Spielraum, kann noch werden. Beru, der Bulle, ist nicht jüngst hier gefallen, ist in 4 Jahren. Die Mädels sind jetzt alle 4,5 bis an 5. Ja, aber da brauchst du nie Angst haben. Guck mal hier vorne die Haare, ne, die da dran sind. Da, der Bart. Damit tasten die so ein bisschen. Wenn die merken, die haben deine Hand im Mund, dann spucken die sofort wieder auf. Aber du hast jetzt Haferflocken in den Haaren. Jetzt ist es weiter. Normalerweise würde ich auch nie so nah an der Giraffe dran stehen, wenn da kein Zaun zwischen wäre. Sie sehen,
oben. Und das ist nicht wie bei einem Pferd, das heißt Vorderbeine nach vorne, Hinterbeine nach hinten, alle vier Beine in alle vier Himmelsrichtungen, das geht auch beinahe gleichzeitig. Also da muss man schon sehr aufpassen. Wenn man sich die Füße anguckt, da habe ich keine Chance. Im Steinland sind Raubtiere, vor allem die Löwen, da sind die gefunden worden, die getreten worden sind von Giraffen. Da waren wir entweder vom Schädel oder vom Rücken. Normalerweise ist das auch immer ein Problem, wenn man sagt, man vergesellschaftet mehrere Tierarten auf einer Anlage untereinander oder miteinander. Das Problem haben wir ja bei den Rappenantilopen und unserem Elenbock. Die hatten sich halt ein bisschen in der Haare gekriegt, das wurde dann halt ein bisschen heftiger. Da hat man gesagt, gut, den einkassieren wir, wollen wir nicht mitzüchten. Und der Elenbock hat das alles ganz gut überstanden und haut sich dann die Ohren kaputt. Bitte nicht zu viel graben. Sag ich gleich warum. Der hat sich dann hier irgendwo am Zaun das Ohr kaputt gehauen und muss jetzt aufpassen, dass er sich das dann entzündet und deswegen bleibt der halt noch drin. Der Zebrahengst kommt jetzt auch gerade in die Geschlechtsreife und der macht den Langhälsen hier das Leben manchmal ziemlich schwer. Es gibt im Freiland, mal abgesehen von Würnenbruch, hier nichts Gefährlicheres und nichts Berüchtigteres als Zebrahengst. Da wo die zutreten, das gibt nicht nur rote Platzrunden, sondern auch Schnittrunden, weil die Hufe auch oft sehr scharfkantig sind und die verheilen dann sehr schlecht. Und das weiß der junge Mann leider. Und dann ist das auch wieder gut. Genauso ist das eine Sache, wenn die langen Hälse hier wie die Verrückten morgens früh über die Anlage rennen. Dann gehen wir ins Haus, machen die Tür zu, können wir auch nicht sehen. Rutschen die hier aus, brechen sich die Beine, können wir nichts mehr tun, außer das Gewehr holen. Bricht die sich das Bein, war es das Todesurteil. Das Gras, wo ich gerade dachte, bitte nicht füttern, das ist eine ganz einfache Sache. Das ist in der Verdauung nicht. Dann bilden sich im Verdauungstrakt sogenannte Bezoare, das sind, wenn Sie so wollen, einfach nur ein Knubbel von Gras. Und dieses Gras verstopft dann irgendwo den Darm und dann gehen uns darin dann die Tiere ein. Das einzige Gras oder das einzige Heu, was wir zu fressen kriegen, das ist Luzerneheu. Das ist Klee. Der wird für uns angebaut, oder die kriegen wir aus Frankreich. Zweimal im Jahr, alles in allem sind das um die 35 bis 40 Tonnen. Hauptsächlich für die hier. Für 5 Giraffen jedes Jahr. Wenn die sich dann überlegen, ein Bein wiegt ungefähr 25 Kilo, wissen Sie, was da drauf geht im Jahr? Wie viele Beine da kommt, oder? Ja, die Giraffen haben genau wie wir auch nur 7 Halswirbel. Unsere sind, muss man sagen, so groß, von der Giraffe, die sind so groß. Kann man ganz schön gehen, mach mal den Kopf runter. Hallo, komm mal runter. Kann man ganz schön sehen, wenn sie halt in den Kopf so richtig einknicken. Keine richtige Und damit auch ordentlich Blut oder genug Blut in den Kopf kommt und wenig verbrauchtes Blut schnell wieder abzieht, hat ein Klappensystem da drin. Die Zirkulation da dann gewährleistet wird. Vor allem wichtig für die in dem Moment, wo sie den Kopf von oben nach unten machen, dann zu trinken. Da würde zu viel Blut auf einmal in den Kopf kommen und zufallen. Darum gibt es bei denen auch immer wieder Schwierigkeiten, wenn man sie nach Hause legt. In Deutschland gibt es vielleicht 4, 5 Tierärzte, die das können. Weil eben auch nur ungefähr 50% der Giraffen wieder nach der Narkose aufwachen. Diese Venenklappen, genau das weiß man eben nicht, wenn diese Venenklappen aufhören zu arbeiten, man hält den Kopf nach oben, fliegt zu schnell alles wieder ab. Wenn man den Kopf aber unten liegen lässt, dann strömt zu viel neues Blut hinterher. Und das bedeutet jedes Mal dann den Tod für die Giraffen. Das ist das, was sie eigentlich nicht machen sollen, aber sie haben mittlerweile von allen Bäumen die Anlage so abgefressen, dass sie bald nicht mehr dran sind. Wenn wir Laubverfüttern anziehen, dann ist das meistens Birke, Eiche, Weide, Buche. Alles andere, so Erle oder so, ja, wenn man halt was macht, ja, das ist doch klar. Und dann natürlich da hinten so ein Mädchen und nicht das, was ich dann am Morgen hängen. Das ist einfach.
ich weiß nicht warum. Das, was wir hier haben, ist ja quasi aufgefrischt. Das ist höchstens mal 2 Tage alt. Dann fahren wir ja schon wieder mit dem LKW nach draußen und regnen. Warum wir das machen, weiß ich nicht. Draußen ist ja wahrscheinlich, wenn da verboten ist, das vielleicht besser. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ganz wichtig für den Tierpfleger ist es, dass der gerade bei dem, oder je größer ein Tier ist, dass er seine Tiere auch genau kennt. Und wenn Sie die Giraffenhalle sehen, den großen Raum, da stehen dann im Arm 3 Damen mit dem Arm einzeln. Wir müssen aber auch nicht so sein, wenn die Giraffen drinnen stehen. Dann ist es wichtig, dass der Pfleger, der da ist, das Tier auch genau kennt. Wir machen also morgen die Tür auf, gucken uns die Tiere an, wir wissen genau, was nach oben war, ob die geholt haben oder nicht. Komm, wir wollen ein Foto machen. Bleiben wir nicht mal draußen. So ruhig und so lieb und so entspannt sie auch sind, das kann sich ganz schnell ändern. Ich bin in den letzten Jahren von der Bundeswehr hier geflogen. Bei dem Flieger, der davor kam, waren sie halt ganz ruhig. Bei dem, warum das so ist, hat sich keiner behalten. Das ist halt bei denen. Nee, der Kleine ist, Mal haben wir Lumpen. Der hat so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Der kommt jetzt im Moment in die Altersstufe, wo er dann so langsam begreift, ob er Männlein oder Weiblein ist. Wir haben jetzt so klar auf dem Bus. Mutti hat ihn quasi auch rausgeschmissen, das heißt, die Milch gibt es nicht mehr, der Hahn ist zu. Dann ärgert ihn auch wieder so ein bisschen, da muss man dann auch wieder aufpassen, wenn man in den Stall reingeht. Das sind die Beine, das ist alles so ein bisschen schwierig für den. Ich habe auch mal nichts zu tun. Also nicht hier rumbetteln bloß, ne? Next. Ja, in der Giraffenhalle drin, die Holzwände sind 4 cm dick. Die Giraffe stand 20 cm daneben, hat einmal Peng gemacht und dann ist gleich davor. Und je weiter man wegsteht, desto mehr Kraft entwickeln sie dann natürlich, die richtig rausholen können. Aber das hat nur unser Ausdruck. Die haben einen Zyklus von 21 Tagen. Leider Gottes sind nicht alle 3 Weibchen gleichzeitig im Zyklus. Sodass wir immer eine Dame hier stehen haben. Das sind auch die Sachen, das wissen wir dann. Wir wissen, wann die Tiere hier dann dran sind. Naja. Nur einen Film, also können wir euch dann nicht machen. Was die Tiere sonst noch zu fressen kriegen? Nein, falsche Foto. Das schmeckt gar nicht. Das muss, da müssen Zähne fließen, weil die beiden, die kannst du auch nicht umrufen. Und wenn dann der Pfleger sogar noch kluger oben drauflegt, dann ist man den König. Machen wir das natürlich auch mal nicht so gerne. Aber das ist das, was die ganzen Sommer gerne hören. Also kriegen die am Tag eine Tier von 1 und 7. Und aber es ist wirklich auch so dann, wenn man die anschneidet und dort einen Boden und Faul aus. Das ist mein Problem. Also das ist, bei denen ist das ganz beachtlich. Ihr habt bei den Herren ihre, auch bei den Damen, vor allem die Dinge. Bleiben Sie bitte auf der anderen Seite von der Kette. Oder sonst ist es hier die Plätze oben drauf. Hatten wir neulich erst ein Problem mit der Verdauung, Durchfällen. Erst wusste man nicht, woher kommt es denn. Das hier, das ist ein paar Weltmeister mit denen. Ist das alles? Dann haben sie eine ganze Charge Futter genommen, eingeschickt ins Labor. Sie haben festgestellt, was da an Pestiziden dran ist, hauen die ganzen Bakterien im Darm.